Als ich als Kind Peter Pan sah, war Nimmerland für mich ein Ort, an dem alles möglich war. Nimmerland war für mich ein fantastischer Ort. Man kann spielen, Spaß haben, Abenteuer erleben und all die außergewöhnlichen Personen treffen. Die Piraten, die Meerjungfrauen, die Feen und Peter Pan selbst. Und man kann fliegen. Nimmerland ist eine fantastische Welt, die aus unserer Fantasie entstanden ist. Das Beste an Tinkerbell und die Piratenfee ist, dass wir die Welt von Peter Pan erweitern können. Die Ursprungsidee war ein Roadtrip-Abenteuer mit Tinkerbell und ihren Freundinnen. Es gab eine abtrünnige Fee, die mit Feenstaub experimentierte. Wow, du hast orangen Feenglanz gefunden? Sie sollte den blauen Staub stehlen und abhauen, aber uns fiel nicht ein, warum. Dann hatte John Lasseter diese großartige Idee und er rief einfach quer durch den Raum: Piraten! Piraten. Wir konnten die Piratenwelt zum ersten Mal unseren Mädchen aus Pixie Hollow vorstellen und diese unglaubliche Geschichte erzählen. Von da an bauten wir mehr von der Peter Pan-Mythologie in die Geschichte ein. Wir konnten Orte in Nimmerland erforschen, die man noch nie zuvor gesehen hat. Die Meere und Randgebiete von Nimmerland. Wir haben Tinkerbell und ihre Freundinnen in den Schädelfelsen geschickt, um zu sehen, wie es sich anfühlt, in diesem riesigen Totenkopf zu sein. Das Großartige an der Welt von Nimmerland ist, dass alle ihre Stärken haben, ihr Bestes zeigen können, ihren Mut, ihre Begabung, schnell zu reagieren, ihre Fähigkeit, zusammenzuarbeiten. Sie haben den blauen Glanz! All das kommt in der Welt von Nimmerland zum Vorschein. Es gibt so viel, was wir noch nicht gesehen haben. So viele Möglichkeiten und unzählige Kulissen, um fantastische Geschichten mit Herz und Fantasie zu erzählen.